Der Ibiza, der Fabia und der Polo werden modernisiert, neu dargestellt. Den neuen Ibiza als Facelift haben wir euch schon in Spanien gezeigt. Den Skoda hätte man in Gdańsk in Polen vorstellen können. Wir haben ihn jetzt aber hier im Schwarzwald stehen. Ja. Bei uns ganz normal, dass wir die gewohnten Strecken damit abfahren können, dass wir euch am besten eben vergleichen können und zeigen können, wie er sich fährt. Und das fand ich auch gut so. Und ihr könnt gespannt sein, was wir euch darüber alles erzählen können. Den Polo werden wir uns dann natürlich auch noch anschauen. Den habt ihr alle drei mal gesehen. Der Fabia hier jetzt in der vierten Generation, seit 1999 gibt es ihn. Und ich kann euch sagen, hier hat sich einiges verändert. Vieles kam hinzu. Und ja, ihr könnt jede Menge dazu bestellen. Ja? Das schon mal vorweg gesagt. Wir zeigen ihn euch natürlich nicht nur im Außengleit, sondern auch, was sich innen getan hat. Und wir werden natürlich auch eine Runde damit fahren. Ja? Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Black Forest Drive. Hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem neuen Skoda Fabia. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dann dürft ihr uns natürlich gerne abonnieren. Das freut uns und wir wachsen weiter und können euch natürlich immer mehr so Schätzchen zeigen wie den Skoda Fabia, der derzeit bei 13.990 Euro startet. Dann in der untersten Ausstattungslinie Easy, darüber folgt Active, dann kommt Ambition und darüber liegt dann Style. Die bekannten Ausstattungslinien eben, die man von Skoda kennt. Wir haben jetzt hier die höchste, das heißt Style. Mit auch fast allen Optionen. Das macht aber, finde ich, auch Sinn hier bei dem Fahrzeug, um euch eben alles zu zeigen. Denn man kann auch in den unteren Ausstattungslinien verschiedene Punkte hinzubuchen. Das heißt, ihr könnt auch niedriger starten und dann einfach nur das hinzubuchen, was ihr wollt. Sprechen wir beim Fazit dann auch mal grob drüber. Ich meine, von allen 4,5 Millionen, ich bin mir da aber nicht ganz sicher, aber ich meine, 4,5 Millionen Fabias wurden bis jetzt verkauft und davon ging 800.000, also ein sehr großer Teil, nach Deutschland. Das heißt, ein sehr wichtiges Auto für Skoda hier bei uns im Lande. Und den sieht man auch sehr oft rumfahren. Die Vorgeneration sind wir beide, also der Kameramann und ich, zwar gefahren, aber nie für Black Forest Drive. Das heißt, das ist theoretisch auch der erste Fabia, den ihr hier bei uns seht. Und es ist das neue Einstiegsmodell vom von der Skoda-Familie, denn den Citigo gibt es so erstmal nicht mehr. Genau. Wir starten jetzt aber hier an der Front und da hat sich natürlich auch schon jede Menge getan. Wir arbeiten uns einfach von oben nach unten. Die Motorhaube hat natürlich so ein paar Designlinien, das ist jetzt erstmal nichts Spektakuläres. Aber was ich ganz schön gelungen finde, sind diese Linien hier, die quasi dann hier ein bisschen zusammenkommen und quasi dieses Skoda-Emblem hier in der Mitte tragen. Also das gefällt mir tatsächlich gut. Wir haben natürlich den neuen Skoda-Kühlergrill, ja, hier in diese Rippen eingearbeitet, dann auch die Sensoren für die Assistenzsysteme. Man sieht es zwar, aber trotzdem gut eingearbeitet. Hätte man auch wesentlich schlechter lösen können mit so einer Platte dann weiter unten. Also das gefällt mir auch gut. Denn wir haben jetzt mit dem neuen Fabia auch den großen Travel Assist optional an Bord. Das heißt, alle Assistenten, die man so auch von dem VAG-Konzern kennt oder wir auch euch beim Octavia und so weiter schon gezeigt haben. Und weiter unten haben wir natürlich auch noch mal so ein bisschen Lufteinlässe eben. Und da hätte man ja auch die Platte zum Beispiel blöder hinmachen können, weil es dann halt direkt aufgefallen wäre. Und nochmal so eine kleine Lippe. Und ansonsten sind wir dann auch schon bei meinem Highlight tatsächlich, nämlich die Scheinwerfer. In der Serie gibt es nämlich schon LED-Scheinwerfer für den Fabia. Also hier gibt keine Halogenscheinwerfer mehr. Und dann kann man optional aber noch hier das Skoda Crystal Lightning dazu bestellen. Das ist dann ein voller LED-Scheinwerfer. Noch nicht wie beim Polo Matrix, aber dafür gegenüber dem Ibiza wieder mit Fernlichtautomatik. Das heißt, er schaltet das Fernlicht automatisch ein und aus. Das müsst ihr nicht tun, aber noch nicht adaptiv. Das heißt, der vorausfahrende sowie entgegenkommende Verkehr wird noch nicht ausgeblendet. Trotzdem schöner Voll-LED-Scheinwerfer würde ich dazu buchen. Sieht optisch nochmal schöner aus, hat natürlich auch mehr Funktionen. Und der Blinker ist dann eben auch hier in LED. Und für 100 Euro könnt ihr dann unten drunter dann auch noch die Nebelscheinwerfer dazu buchen. Wobei ich sogar meine, wenn man die Haupt-LED-Scheinwerfer, also volle LED dazu bucht, dann springen die mit dazu. Könnt ihr ja aber auch mal ein bisschen im Konfigurator rumspielen. Und dann würde ich sagen, seid ihr schon an der Reihe hier an der Front. Schreibt doch schon mal gerne drunter, was ihr zum Design des neuen Fabias so sagt.
An der Seite habe ich ein paar Millimeterwerte, die ich euch an den Kopf schmeißen kann. Denn 111 mm länger ist der Fahrbär geworden, 91 mm davon ist der Radstand gewachsen und 48 mm breiter ist der neue Fabia, was natürlich letztendlich auch im Innenraum zugute kommt. Nicht genug Millimeter, denn wir haben die Möglichkeit, den Fabia um 15 mm tiefer zu setzen mit dem Sportfahrwerk oder mit dem Schlechtwegefahrwerk 15 mm höher. Je nachdem, was ihr wollt. Das gibt es im Konfigurator, da könnt ihr einfach Fahrzeughöhe oder Fahrzeugerhöhung auswählen oder halt dann eben das Sportfahrwerk und je nachdem geht er 15 mm nach unten oder nach oben. Auch das finde ich eine coole Sache. Dann gäbe es optional das Sunset, so nennt es bei Skoda, heißt einfach hintere abgedunkelte Scheiben. Das wirkt natürlich mit verschiedenen Packages sehr, sehr gut. Wir haben jetzt das Package nicht an Bord, aber es gäbe für den Fabia, und da sprechen wir gleich auch schon mal ein bisschen über Farben, das Schwarzpaket und das Graupaket. Heißt einfach, die Spiegel wären beim Schwarzpaket dann zum Beispiel schwarz, das Dach wäre auch in schwarz und ein paar schwarze Elemente einfach hinten wie vorne. Und da wäre natürlich dann so eine abgedunkelte Scheibe auch nicht schlecht. Ich finde es aber jetzt passend, weil wir haben jetzt hier auch quasi ein schwarzes Dach, denn wir haben jetzt das optionale Panoramaglasdach. Ihr werdet nachher im Innenraum sehen, wie groß das ist, ja? Aber dafür lässt sich natürlich auch nicht öffnen. Trotzdem würde ich es wahrscheinlich dazu buchen. Und dann sprechen wir auch mal über Farben des neuen Fabias. Es gibt nämlich 9 Farben für den Fabia, 2 davon sind sogar neu. Das ist einmal das Graphitgrau und einmal das Phoenix Orange. Und wir wären nicht Black Forest Drive, wenn wir nicht euch mindestens eine neue Farbe davon mitbringen. Die steht hier nämlich, ja. Ich hatte die Auswahl und ich habe natürlich Orange genommen, weil ich finde, der neue Fabia sieht A in Orange ganz pfiffig aus und B ist es natürlich auch eine neue Farbe, die ich euch gezeigt haben sollte. Bei 15 Zoll geht's los, bei 17 Zoll endet es. Was haben wir? Wir haben die goldene Mitte, das sind 16 Zoll Felgen in schwarz, wie man unschwer erkennen könnt. Ihr könnt da aber auch noch mal gerne einen Zoll draufhauen, das würde ich machen, denn ich habe im Konfigurator natürlich schon so rumgespielt und die 17 Zoll sehen tatsächlich gut aus beim neuen Fabia. Ansonsten gibt es, wie gesagt, nichts mehr dazu zu erzählen. Ich hatte ja mit den Paketen schon gesagt, da könnt ihr dann bei den Farben eben spielen. Ihr könnt die Pakete entweder so dazu buchen oder ihr sagt bei den Farben halt gleich, ja, ich hätte gern eben blau und schwarzes Dach oder so weiter. Also ihr könnt auch, wie gesagt, dann 2 Farblackierungen bestellen. Dieses Orange ist eine von 2 Premium-Lackierungen und stellt dann eine teurere Farbe dar als zum Beispiel normales Blau oder Weiß. Genau. Noch ein Detail, was ich fast schon vergessen hätte hier an der Seite, ist hier, wo man die Luft reinmacht vom Reifen, ja, dieses Ventil, der Ventilkappe. Da habe ich euch jetzt ein Detail eingeblendet, da ist das Skoda-Emblem auch nochmal drauf. Das sind so kleine Details, die keiner braucht, aber wenn sie da sind, ist es doch mal ein cooles Feature, das einem einfach nochmal ein bisschen mehr Freude bereitet, wenn man so ein Auto hat. Wir sprechen über das Heck des Fabias. Ein schwarz abgesetzter Spoiler, der natürlich ein bisschen aerodynamische Wirkung hat, aber auch ein bisschen sportlich daherkommt. Wir haben Teil-LED-Rückleuchten in der Basis für 160 Euro. Könntet ihr aber diese Voll-LED-Rückleuchten dazu bestellen. Dann sind auch die Blinker in LED. Allerdings nur dieses Dreieckchen und jetzt nicht hier dynamisch oder auch in LED-Form, wie man es von Scala und Co. kennt. Trotzdem eine typische Skoda-Rückleuchte, dass man ganz klar sagen kann, ah, das ist ein Skoda, wenn man den zum Beispiel nachts irgendwo fahren sieht. Natürlich dann auch abgedunkelte Scheiben hier hinten, den Skoda-Schriftzug hier hinten anstatt des Logo, aber das war auch schon beim Vorgänger so dann mit dem Facelift. Also das haben sie natürlich nach und nach dann eingeführt, ist aber natürlich dann auch bei diesem hier. Und man hat auf komische Endrohrblenden verzichtet, das finde ich auch ein guter Punkt. Optional gibt es auch eine Rückfahrkamera, die wir jetzt hier auch haben. Die ist natürlich außenstehend, hat aber meiner Meinung nach eine Waschdüse. Aber auch das finde ich nicht immer so gut, weil dann sind Flecken drauf. Schöner ist natürlich immer, wenn es einfahrbar ist. In dieser Klasse aber nachvollziehbar und in Ordnung. Da möchte ich jetzt beim Polo mal vorbeischauen. Den weiß ich nämlich noch nicht, weil der Polo ist ja ein VW, logischerweise. Und VW und Mercedes sind auch bis jetzt die einzigen, die überhaupt Rückfahrkamera einfahrbar anbieten. Deswegen, da bin ich gespannt. Wir schauen uns aber jetzt einmal das Herzstück am Heck an und das ist natürlich der Kofferraum. Vielleicht erstmal ein paar Daten und dann das andere Zeug. 380 Liter gehen da rein, das ist schon mal mehr wie Ibiza und Polo, die haben dann 350 bis 355 Liter, wenn man die Bänke nicht umklappt, also da hat er schon wirklich mehr zu bieten. Bis 1190 Liter, wenn man dann
Rückbank und sogar den Beifahrersitz noch umklappt. Detail dazu habt ihr gesehen. Also genug zum Einkaufen. Also ihr habt ja jetzt auch, wie gesagt, schon den Teil gesehen. Dann seht ihr also auch, wie weit das jetzt hier reingeht. Und ich meine, da kann man auf jeden Fall genug reinladen für den Einkauf. Vielleicht zu den Simply Clever Features. Ich meine, diese Kofferraumlampe, die ist weggefallen bei den neuen Skodas. Fand ich jetzt auch nicht immer so spannend. Da waren andere Simply Clever Features viel besser und der Fabia hat einige an Bord. Ein paar sind jetzt natürlich hier. Ich weiß nicht, ob man das auch schon Simply Clever nennen kann, aber hier ist natürlich so ein Netz, da kann man auch noch mal ein bisschen was einspannen. Ja. Dann haben wir hier einen Haken am Sitz und dann haben wir hier diese Tasche, also dieses Fach, das man hier einklipsen kann. Und dann kann man hier auch mal so ein bisschen was Kleines ablegen, ohne dass das gleich durch die Gegend fliegt. Ja. Also auch da wieder jemand nachgedacht. Wenn ich das jetzt aber so mal rausziehe, so einmal hier, einmal da, dann kann ich das natürlich mal schnell wegmachen, um euch noch was anderes zu zeigen. Wir haben hier zwar so einen doppelten Ladeboden, klar, das könnt ihr euch auch mal anschauen. So, was ist das? Kann ich euch sagen. Einerseits kann man es natürlich nutzen, zum hier eben so hinstellen. Wenn ihr zum Beispiel mal euch hier hinsetzen wollt nach dem Laufen oder so, Schuhe wechseln oder was weiß ich, oder euch einfach so hinsetzen wollt und das Fahrzeug ist jetzt nicht so sauber wie jetzt, sondern dreckig, dann macht euch die Hose nicht dreckig. Aber auch bei einem Unfall, weil jetzt könnte ich natürlich auch die Klappe theoretisch wieder zumachen. Dann hat man hier in diesen Neonfarben, also dieses ganz Grelle, was auch reflektiert, hat man da runtergeklappt. Das heißt, man sieht euch dann auf der Autobahn mit Warnblinkern schon weiter, weil man das natürlich auch im Scheinwerferlicht wieder rückreflektiert. Also auch da hat wieder jemand nachgedacht. Man hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber es ist schön zu haben. Ich finde allerdings die anderen Simply Clever Features, die jetzt hier beim Fabia mit dabei sind, praktischer und cooler. Die werden wir euch natürlich auch noch nach und nach zeigen. Das ist zum Beispiel so ein Teil, das mir auch noch besser gefällt, wenn man hier wieder so ein Extrafach im Kofferraum hat. Weil wie oft hat man so kleine Dinge im Kofferraum liegen, die man dann irgendwie da unter machen muss. Jetzt kann man sich ja einfach in dieses kleine Fach legen. Und schon fliegt es nicht mehr rum. Eine Anhängerkupplung gäbe es natürlich auch für den Fabia. 600 Kilo. Könnt ihr damit ziehen, wenn ihr jetzt keinen Hänger mit einer eigenen Bremsanlage habt. Solltet ihr einen Hänger mit einer eigenen Bremsanlage haben, sind bis zu 1100 Kilo möglich. Ich denke aber, weil den großen Motor gibt es ja noch nicht mit 150 PS, das ist ja dann 1,5 Liter, da werden vielleicht sogar 1200 möglich sein. Das wird gleich sein wie beim Ibiza. Wollen wir über die Motorisierungen sprechen, die es beim neuen Fabia gibt. Es gibt einmal den 1 Liter MPI Motor mit 3 Zylinder, den in den Leistungsstufen 65 und 80 PS, immer mit dem 5-Gang Schaltgetriebe. Dann gibt es den 1 Liter TSI Motor, den haben wir jetzt hier, den gibt es auch in zwei Leistungsstufen, 95 PS mit 5-Gang Schaltgetriebe, 110 PS, den wir jetzt hier haben mit 6-Gang Schaltgetriebe oder wahlweise 7-Gang DSG, wie wir es jetzt hier haben. Es kommt aber noch ein 1,5 Liter Vierzylinder mit 150 PS, den wir euch auch im Seat Ibiza gezeigt haben. Unserer, also der 1 Liter Dreizylinder mit 110 PS und DSG, beschleunigt 9,6 Sekunden auf 100. Bei 205 km/h ist dann auch er Schluss. 200 Newtonmeter bringt er mit sich. Ein wirklich angenehmes Aggregat. Ich würde nicht drunter gehen, privat. Aber ich würde es natürlich verstehen, wenn man es tut, denn die sind natürlich auch etwas günstiger. Und wenn man nur in der Stadt unterwegs ist oder auch die Leistung nicht braucht, tut es natürlich auch ein 80 PSler oder sogar noch drunter. Ich würde den 110er mindestens nehmen oder den 150er, wenn man dann auch noch so ein bisschen Spaß haben kann und so ein bisschen durch die Kurven fahren kann. Ihr seht, wir haben keinen Haubenlifter. Ich habe die Stange nochmal hingemacht, um euch natürlich noch ein Simply Clever Feature zu zeigen, nämlich den klassischen Trichter, den man so kennt, um das Wischwasser nachzufüllen, dass nichts ausläuft. Genau. Das war es jetzt aber hier bei den Motoren. Und dann gehen wir jetzt zum Verbrauch, der euch sicherlich auch interessiert. Der kombinierte Normverbrauch liegt bei 4,6 Liter, 105 Gramm CO2 stößt auf 5 Kilometer aus, 40 Liter könnt ihr reintanken. Sei denn ihr sagt, nein, ich möchte den 50 Liter Tank, dann könnt ihr 50 Liter reintanken. Macht vielleicht auch Sinn, dann kommt man natürlich noch ein Stückchen weiter pro Tankung. Noch ein Simply Clever Feature, das ihr jetzt seht, ich aber nicht, aber sich hier versteckt, ist der Eiskratzer. Und nicht nur das, es ist auch noch ein Profiltiefenmesser, das sieht man hier. Aber der Eiskratzer hat natürlich
den Vorteil. Jetzt kommt dann auch bald schon wieder der Winter. Ja, der Sommer war nie da, der Winter kommt. Und hier im Schwarzwald, ich sage das immer wieder gerne, das ist nämlich auch so ein ziemlich clever Feature, das mir gut gefällt. Klar, ich bin jetzt natürlich Autotester und lege nicht immer den Eiskratzer um. Wenn ihr dann privaten Auto fahrt, dann habt ihr vielleicht einen Eiskratzer drin. Weiß ich. Ich hatte auf jeden Fall in meinem Skoda-Testwagen, das war damals der Kamiq, kein Eiskratzer drin. Ich bin mit meinem Vater irgendwo hingefahren. Als wir zurückkamen, war alles zugefroren auf dem Parkplatz. Dann sage ich zu meinem Vater, wir haben gar keinen Eiskratzer dabei. In dem Moment fällt mir ein, doch, ich habe ja einen Skoda. Mach die Klappe auf, hol den Eiskratzer. Und es ging weiter. Also das ist wieder so ein Simply Clever Feature, das mir gut gefällt. Im Innenraum warten weitere auf uns. Dann zeigen wir euch den Innenraum, davor immer der Schlüssel. Wir haben hier einfach eine Seite mit nichts drauf, aber das Skoda-Logo, wenn man umdreht, da sind natürlich dann die Tasten auf Öffnen, Verriegeln und den Kofferraum leicht öffnen. Elektrische Heckklappe gibt es ja nicht. Was es aber gibt, ist das Cassie-System. Das heißt bei Skoda, dass wir das Keyless-Go-System haben. Hier haben wir so eine Einkerbung. Die Spiegel klappen jetzt ein, ja. Das Fahrzeug ist verriegelt. Einerseits natürlich schade, ja, aber hinten gibt es das nicht. Aber beim Fabia verzeihe ich das noch, weil wir sind halt im Kleinwagensegment. Ab dem Octavia, beim Scala weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Seht ihr, dann müsste ich es hier einfach hier öffnen. Dann könnte ich hinten was reinschmeißen und müsste halt wieder vorne schließen. Was ich aber sagen wollte, beim Octavia und Co. gibt es das natürlich. Jetzt beim Fabia ist es noch vertretbar. Jetzt steige ich aber ein und zeige euch den Innenraum. Bevor wir auf den Innenraum eingehen, zeige ich euch erstmal so ein bisschen die Simply Clever Features, die wir jetzt hier von der Tür aus sehen. Natürlich darf der obligatorische Mülleimer nicht fehlen, ja, wo man hier quasi seinen Müll reinmachen kann. Das ist wiederum so ein Simply Clever Feature, das ich nicht nutzen würde, denn ja, ich würde den Müll einfach wieder mitnehmen. Und wenn da jetzt irgendwie was Wirkliches drin ist, wo man wirklich eine Tüte braucht, ich weiß nicht. Aber gut, dass es das gibt. Was mir aber wirklich gut gefällt, ist wieder... Freunde, der Regenschirm ist da. Ja, natürlich haben wir hier, wie bei Rolls-Royce auch, den Regenschirm in der Tür. Das gibt es jetzt bei dem Fabia hier auch. Gefällt mir richtig gut. Weiterhin, ich weiß nicht, ob ihr da seht, aber hier bei der Scheibe ist ja wieder diese Lasche, wo man dann Parktickets, wo jetzt diese Karte von Skoda drin ist, kann man sein Parkticket zum Beispiel reinlegen und einheften, damit das liebe Ordnungsamt das gerne kontrolliert, das auch sieht. Zum Sitz. Wir haben natürlich immer einen Stoffsitz. Wir haben jetzt hier aber den extra orangefarbenen Stoffsitz, das kann man immer dazu buchen. Beim orangenen Fabia passt es aber natürlich umso besser dazu. Dann haben wir hier eben so orangene Elemente, ein bisschen Seitenhalt bietet auch, ist natürlich alles manuell einstellbar. Ja, es ist ein bisschen viel Hartkunststoff, aber es ist gut verarbeitet, es sieht gut aus, das muss man ihm wirklich lassen. Wir haben aber natürlich hier überall Hartkunststoff. Die Armauflage hier, das ist noch ein bisschen Stoff. Und auch hier sehen wir wieder so ein Element, das nicht serienmäßig ist. Das kann man dann auch noch dazu buchen im Innenraum. Eben auch so ein bisschen in einer anderen Farbe. Das wertet den Innenraum einfach auf. Haben wir auch beim Dashboard, zeigen wir euch da nochmal. Spielt auch mit diesem Orange, also passt halt gut zu dem Orange. Gibt es aber auch für jede andere Farbe. Dann komme ich auch mal zu euch in den Innenraum und bevor ihr das jetzt falsch versteht, es gibt es für jede andere Farbe, das meine ich für jede andere Außenfarbe, könnt ihr auch das dazu buchen. Aber ihr könnt das jetzt nicht in Blau bestellen oder in Rot, das geht noch nicht. Vielleicht kommt es mal noch. Zum Innenraum gehen wir erstmal auf die Materialien ein. Wir haben hier auch natürlich Hartkunststoff, ja. Hier allerdings dann so ein bisschen Stoff mit so Ziernähten. Und dann weiter unten natürlich, dann wieder Hartkunststoff. Aber auch hier seht ihr wieder diese Umrandungen, ja, wo ein bisschen mehr Liebe drin ist. Auch hier das Dashboard, hier ist dann die Ambientebeleuchtung mit drin. Das finde ich auch sehr nett. Und, was ich auch nett finde, ist, dass hier Fabia steht. Ja, auf meiner Seite auch. Und da seht ihr es dann auch ganz gut. Also das ist doch auch mal so ein Feature, das man mal erwähnen kann. Und dann, vielleicht mache ich schon mal die Zündung an, damit ihr schon ein bisschen was von dem Bildschirm seht. Aber dann reden wir erstmal nochmal grundlegend drüber. Die Lüftungsdüsen. Das ist so ein Ding, wo ich erst dachte, ha, wie cool. Und dann leider etwas enttäuscht wurde. Denn hier ist ja, wenn ihr das so ein bisschen seht, weiß ich nicht, so ein Ring um die Lüftungsdüse. Und jetzt dachte ich, dass man hier quasi zirkulieren kann, wie stark. Ja? Und hier aber auch dran drehen kann noch. Das kann man aber nicht. Ja? Obwohl es so aussieht, wie beim Audi TC zum Beispiel. Oder auch, meine ich, beim Ibiza. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall kann man hier den Lüftungsstrom natürlich regeln, links, rechts oder auch ganz aus. An dem Rädchen könnt ihr nichts machen, dient also nur der Optik. Genau.
Dann hat auch das neueste Skoda Lenkrad Einzug erhalten, das zweispeichende sein. Das heißt, hier ist nichts mehr, hier kann man reinfassen. Ist erstmal auf den ersten Blick vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber mir gefällt das mittlerweile ganz gut. Natürlich den Skoda Pralltopf. Hier können wir dann die Medien steuern. Nächster Titel lauter leiser, Sprachsteuerung, Lenkradheizung bietet er tatsächlich auch an. Und hier die ganzen Assistenten wie ACC, ja, mit dem Travel Assist und dem Automatikgetriebe ist dann auch der komplette Umfang vom ACC bzw. Travel Assist dann möglich. Genau. Dann in der Basis bietet Skoda beim Fabia, egal in welcher Ausstellungslinie, noch analoge Zeiger an. Das ist nachvollziehbar, das ist bei anderen auch nichts anders. Und optional kann man aber dieses digitale Cockpit dazu buchen. Wenn euch das jetzt interessiert, ich bin natürlich hier auch in die Vorbereitung gegangen, weil ich denke, dass das viele wollen. Das kostet 400 Euro extra. Ich meine, das kann man investieren. Ja, wir werden ja im Fazit nochmal über den Gesamtpreis sprechen, das machen wir ja immer. Und ich werde euch auch so ein bisschen sagen, ob ich das gut oder schlecht finde, dass man hier vieles einzeln dazu buchen muss. Wenn jetzt aber doch nochmal rüberkommt, dann das digitale Cockpit euch hier genauer anschaut, kann ich mal die verschiedenen Views mal kurz durchschalten, damit ihr das seht. Das ist natürlich Skoda typisch. Wir haben hier einmal die große Navikarte, mit der ich immer fahre. Dann können wir uns aber hier ein bisschen Informationen an den Rand herholen. Wir können auch nur so rumfahren, dass wir quasi die Reichweite und die km/h sehen. Dann so eine sportlichere Anzeige und dann die ganz normalen Rundinstrumente natürlich auch. Oder ich sag halt, ich fahre hier mit dem großen Navi. Genau, das gefällt mir gut. Diese verschiedenen Views kann jeder fahren, wie er das möchte. Optional gibt es auch verschiedene Fahrmodis, wo man dann zum Beispiel von Eco in Komfort und Sport gehen kann oder sogar Individual. Die haben wir jetzt hier auch mit dabei. Können wir euch also nachher zeigen. Ich würde sagen, dann sprechen wir aber auch schon über das Infotainment-Display, um euch da alles zu zeigen. Es gibt auch verschiedene Versionen. Das ganz große Columbus gibt es aber nicht. Wir sprechen eben wie über das Infotainment-Display. Da kann ich euch vielleicht sagen, dass es in der Basis, also bei Easy, 6,5 Zoll groß ist, dann 8,25 Zoll groß bei den höheren Ausstattungslinien und dann kann man eben noch auf 9,2 Zoll upgraden, das wir jetzt hier eben sehen. Dann haben wir hier einen Touchbildschirm, das ist jetzt das Home-Menü, wo wir quasi hier diese Kacheln uns selbstständig einstellen können. Wir haben jetzt hier natürlich die große Navikarte. Mit einem Klick darauf kann ich dann auch einmal das groß machen, dann seht ihr die Darstellung auch gleich. Ich muss sagen, entweder haben sie da tatsächlich ein bisschen was dran gearbeitet oder es ist einfach wirklich schneller geworden und sie haben die Kritik von uns angenommen. Das war ich ja nicht der Einzige. Es arbeitet hier in Ordnung. Also ihr seht, es geht gut nach vorne. Man kann auch umstellen, 3D und so weiter. Aber was ich jetzt eigentlich meinte, wenn man eben den Motor startet, ist gleich alles da. Klar, wir hatten jetzt wieder heute, das war so eine Tagesveranstaltung. Ja. Das heißt, der Fahrer kam schon und klar war alles schon irgendwie offen. Also ich hatte jetzt nie den Moment, dass ich über die Nacht das Auto abgestellt habe und dann quasi erst gestartet habe. Deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber in der Zeit, wo ich jetzt hatte, hat hier alles schnell geladen und zwar auch alles da. Aber es ist natürlich trotzdem VG-typisch etwas langsamer, bis die Navigation geladen hat, wie jetzt bei anderen. Dann kann man sich eben hier das Home-Menü dann konfigurieren, während man das möchte. Wenn man jetzt aber ins normale Menü mal reingeht, haben wir die verschiedenen Kacheln. Apple CarPlay und Android Auto ist natürlich möglich. Und dann kann man sich hier Verschiedenes einstellen. Und wir haben jetzt eben, ich hatte es ja glaube ich schon leicht angesprochen, hier auch die Ambientebeleuchtung. Ich muss jetzt nur noch kurz reinschauen. Hier ist sie. Dann können wir euch nämlich einmal zeigen, welche Farben es da nämlich gibt. Wenn es denn Farben gibt, dann kann ich hier natürlich die erstmal heller stellen, das ist auch klar. Kann dann aber auch hier die Farbe wählen. Es gibt Weiß und es gibt Rot. Ja, das ist natürlich nicht das Maximum an Farben, aber für so ein Fabia ist es in Ordnung. Beim Skoda Octavia gibt es natürlich viel mehr. Das wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn wir auch hier die volle Bandbreite gehabt hätten. Aber immerhin gibt es hier eine Ambientebeleuchtung und ich habe es jetzt hier auf Rot eingestellt. Genau, dann vielleicht noch ein anderer Punkt und zwar die Fahrassistenz. Da könnt ihr schon mal ganz leicht erkennen, dass hier wirklich alles mit dabei ist. Kann man sich dann auch noch einstellen, wie stark es eingreifen soll. Das möchten ja auch immer viele wissen. Und die Navigation haben wir euch auch gezeigt. Und ansonsten ist hier natürlich die ganz normalen Einstellungen, die man so vornehmen kann, muss ich euch nicht erzählen. Das, digital wollte ich schon sagen, ist natürlich ein Touchbildschirm. Wir haben hier auch noch so Reiter, wo wir dann in die verschiedenen Menüs reinkommen. Und ich meine, es ist auch, genau, es ist auch mit Gestensteuerung. Das heißt, das habt ihr jetzt auch gesehen. Wandern wir etwas weiter runter. Mittig, wie es sich gehört, ist die Warnblinkertaste. Wir haben hier die Lüftungsdüsen, auch nochmal mit so einem Chromrand drumherum, dass das Ganze nochmal ein bisschen hochwertiger wird. Weiter unten haben wir dann die Klimabedieneinheit. Die
man jetzt nicht, also man kann natürlich mit dem Drehregelchen alles einstellen, ja, ist eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Klima, also AC, gleich mal ein- und ausschalten will, muss ich immer erst ins Menü gehen. Das ist für euch, wenn ihr Apple CarPlay oder Android Auto nutzen wollt, ein bisschen umständlicher, weil ihr dann wieder in Android Auto rein müsst. Ich nutze das ja eh nicht, von dem her für mich ist es in Ordnung, weil wenn ihr nochmal hochgeht, ich drücke gerade mal im Menü, kommt ihr eben in dieses Menü rein und dann könnt ihr AC ein- oder eben ausschalten. Und dann müsst ihr halt dann wieder in euer Apple CarPlay reingehen, weil von alleine verschwindet das nicht mehr. Gut, unter diesem Klima haben wir dann noch zusätzlich die Sitzheizung, das ist eine zweistufige, die gibt es auch noch für den Beifahrer. Und dann haben wir hier noch so ein Ablagefach, ja, da kann man sein Smartphone induktiv laden, ist alles gummiert. Dann haben wir hier auch nochmal so einen Clip, wo man was einklippen kann, ja, wie man es auch von der Scheibe kennt. Und hier ist noch ein Kulihalter, der, habe ich mir sagen lassen, ist auch immer dabei, wenn ihr euch einen Fabia kauft, dann mit diesem Fabia-Kuli, finde ich auch eine coole Sache. Dann haben wir hier das 5-Gang, 6-Gang Schaltgetriebe oder halt eben das 7-Gang DSG, wenn ihr das wollt. Wir haben auch den Parkassistenten mit dabei. Wir haben hier eben die Fahrzeug-Modi-Taste, wo wir verschiedene Fahrzeug-Modi auswählen können. Start-Stop können wir hier ausschalten und das Fahrzeug einmal verriegeln. Weiter hinten sehen wir eine richtige Handbremse, keine automatische oder elektrische eben. Hier haben wir noch ein Ablagefach, nicht gummiert, aber Ablagefach und hier nochmal Cupholder, wo ihr auch noch was reinlegen könnt. Ja, einen ganz kleinen Teil, Simply Clever, muss man euch auch noch zeigen. Solltet ihr hier mal was ausschütten, könnt ihr das einfach mit rausnehmen und dann daheim auswaschen. Zur Armauflage. Gerade so breit genug für zwei, ja, kann man also seine Arme zu zweit auflegen. Sie ist jetzt von der Höhe und von der Länge nicht dosierbar. Also ihr könnt es jetzt nicht so einstellen, aber natürlich verbirgt sich drunter noch ein Fach. Und da ist auch noch ein 12-Volt-Anschluss und es geht auch noch ein bisschen was rein. Ja. Dann habt ihr das auch gesehen. Vielleicht noch zum Thema Platz, was ja natürlich in so einem Fabia auch nicht unwichtig ist. Ich bin zu 1,85, der Sitz ist auf mich eingestellt. Ich kann hier gut sitzen. Habe auch wirklich genügend Platz eigentlich zur Tür. Also das Raumgefühl ist im Fabia wirklich gut. Und ihr seht ja auch hier oben, das Panoramadach ist verbaut. Das heißt, der Dachhimmel kommt weiter runter. Aber ich habe hier trotzdem also überall noch wirklich massig Platz. Also da könntet ihr locker noch größer sein und trotzdem das schöne Panoramadach genießen. Im Zweifel, klar, könnt ihr mal Probe sitzen bei eurem Händler des Vertrauens. Jetzt lasse ich den Sitz mal auf mich eingestellt. Wir sitzen einmal noch ein bisschen nach hinten. Und dann würde ich sagen, fahren wir den Fabia auch mal zusammen. Willkommen hier im Fond des Fabias, wo ihr natürlich auch überrascht sein werdet, was wir euch hier alles zeigen können. Es gibt viel Lob, viel Simply Clever. Wir starten mit der Kritik. Die Materialien sind natürlich weiterhin hier ja, hart wie vorne, allerdings auch schon die Armauflage. Also die ist auch schon hart und kein Stoff bei der Armauflage. Das finde ich ein bisschen schade. Der Türgriff ist aber trotzdem noch in diesem Aluminiumoptik und nicht in schwarz unlackiert. Hätte man ja auch machen können. Zum Platz. Ich habe hier eine Einkerbung im Sitz, die ich aber nicht brauche. Ihr seht, ich habe hier also genug Platz, kann meine Beine drunter stellen. Hier gibt es also genügend Platz. Dann haben wir auch noch Taschen, also eine große, ganz normale, wo man dann auch die Warnwesten oder Heftchen hinlegen kann. Und nochmal so eine kleine zum das Tablet oder das Smartphone reinlegen, damit es nicht in dieser großen Tasche verschwindet. Muss man da aber nicht hinlegen, weil weiter oben haben wir dann ein Simply Clever Feature nochmal, wo man das Tablet und das Handy auch einspannen kann. Somit braucht man das nicht. Weiterhin gibt es dann hier diese Stoffsitze natürlich in diesem orangenen Look, Isofix an den äußeren Sitzplätzen sowie vorne am Beifahrersitz. Und dann haben wir hier eine Armauflage noch, wo ich quasi auch ein bisschen Lob anbringen muss, weil ich kritisiere immer, wenn der Cupholder hier in der Mitte ist, dann kann man, wenn man was reinstellt, seinen Arm da nicht richtig hinlegen. Besser ist immer wie bei Mercedes zum Beispiel, wo man es hier rausfahren kann. Sie haben es jetzt allerdings ganz weit nach vorne gemacht. Somit, wenn ich meinen Arm ganz hinten anlehne, habe ich eigentlich auch noch genug Platz. Es ist nicht die perfekteste Lösung, aber immerhin besser wie hier irgendwo in der Mitte. Ich bräuchte diese Cupholder nämlich gar nicht, denn ein weiteres Simply Clever Feature, wir haben ja hier nochmal so ein Fach, ja, wo man auch noch einiges reinlegen kann und hier ist so ein Gummiteil. Ja. Und das kann ich einmal ausklappen und zack, haben wir nochmal einen Cupholder, ja, wo wir dann nochmal einen Becher oder eine Flasche reinklipsen können. Also das ist auch wieder ein cooles Teil. Natürlich haben wir hier Lüftungsdüsen, zwei USB-C-Anschlüsse sogar noch. Jetzt wollt ihr sagen, wenn hier nochmal eine Person sitzen soll, wie hoch muss denn der seine Beine hier rüberlegen? Aber wenn ich das jetzt hier ganz vorsichtig einmal rausziehe, ja, kann ich das in den Kofferraum schmeißen und dann haben wir hier natürlich viel mehr Platz. Klar, ein Mitteltunnel bleibt immer noch, aber dann könnte hier auch mal noch eine dritte Person sitzen. Die Fläche ist auch breit genug, allerdings gerade wegen dem Mitteltunnel, weil er seine Beine halt eben auch da zu uns noch stellen muss, ist es dann doch auch sehr beengt, wenn man hier zu dritt hinten sitzt und ich würde es dann begrenzen wollen auf maximal 2 Stunden. Dann noch der letzte Punkt und zwar hier noch das Platzangebot zum Dach. Ich habe hier das Panoramadach und da seht ihr jetzt auch mal, wie groß das hier wirklich ist. Ja, da kann ich also wirklich rausschauen, auch von hier hinten und die Vögel begutachten oder
fliegende Elefanten. Also es ist wirklich sehr groß. Klar, es öffnet sich dadurch nicht, aber es ist dafür wirklich groß. Und ich habe hier plötzlich Platz. Also ich stoße hier nirgends an, wirklich überall, wo ich mich anlehne. Ich spüre zwar leicht mit meinen Haaren, also viel größer dürfte der nicht sein. Aber ich habe hier Platz und stoße nirgends an. Und das in einem Fabia finde ich wirklich gut mit meiner Körpergröße. Im Zweifel gilt natürlich auch hier hinten, gerne mal bei eurem Händler des Vertrauens Probe sitzen. Langsam müssten sie ankommen bei euren Händlern. Ich setze mich jetzt trotzdem nach vorne und fahre den Fabia mit euch zusammen. Wir beginnen den Fahreindruck jetzt und da stehen wir natürlich mal erstmal hin. Wir sind wieder nach dem Urlaub reingekommen in unserem Muster, um natürlich einmal in R zu gehen, um euch die Rückfahrkamera zu zeigen. Die Linien lenken zwar nicht mit, aber die Kameradarstellung ist gut genug, um alles zu sehen. Nachts können sie noch mal ein bisschen schärfer sein, aber ansonsten passt das soweit und ich sehe natürlich alles, was ich sehen möchte. Und dann kann ich hier eben auch schön rückwärts fahren, um dann natürlich wieder in den Vorwärtsgang zu gehen. Und dann können wir erstmal losfahren. Wir können natürlich mit dem Schalthebel relativ viel machen. Wir sind jetzt im Normalmodus und im normalen Komfortfahrmodi, da ist das Getriebe in D. Wenn ich jetzt nochmal runterschalte, dann ist es im Sport, was es aber automatisch im Sportmodus tut. Und manuell schalten kann ich auch ein bisschen, wobei er natürlich trotzdem nicht so viel zulässt. Das heißt, wenn die Drehzahl irgendwann auch mal ihren Punkt erreicht hat, schaltet er dann natürlich automatisch hoch oder runter. Es gibt jede Menge zu erzählen beim Fabia, auch beim Fahren. Natürlich nicht zuletzt auch die Assistenz, die wir am Schluss noch mitmachen werden. Ich beginne jetzt mal mit dem langweiligsten Thema, wobei das vielleicht auch viele wissen wollen. Immer wir machen es halt einfach, ist die Rundumsicht. Wir sehen vorne gut raus, an den Seiten sehe ich überall gut raus und auch tatsächlich hinten sehe ich gut raus. Wir haben allerdings natürlich eine breitere C-Säule, wo sich dann auch mal ein toter Winkel versteckt. Aber wir haben ja auch wirklich alles an Bord. Das heißt, wir haben eine Rückfahrkamera, Parksensoren, Totwinkelassistent, Spiegel und den eigenen Kopf, um dies wieder auszumerzen. Was mir direkt aufgefallen ist, und da muss man auch wirklich nicht lange den Fabia gefahren sein, ist, da kommt mir aber glaube ich auch zugute, dass wir den jetzt wirklich hier bei uns im Schwarzwald haben, wo wir alle Fahrzeuge testen, weil dann konnte ich die Straßen fahren, die ich mit jedem Testwagen einmal fahre, um eben auch ein bisschen was übers Fahrwerk zu erzählen. Und natürlich so ein bisschen härtere Bodenwellen, so wie ihr auch vorher gerade eine gehört habt, so etwas wirklich tiefere Bodenwellen und Schlaglöcher, die merkt man natürlich schon mit dem Fabia. Aber ich finde ihn deutlich komfortabler, als er in seiner Klasse sein sollte. Also nicht sein sollte, immer mehr Komfort ist natürlich gut, aber wie man es gewöhnt ist. Ich finde den Fabia wirklich richtig komfortabel, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt jemand die Augen verbinde, nehmen wir einfach mal einen Vater oder egal wen. Wenn ich jetzt also irgendjemand die Augen verbinde und ich sage ihm nicht, in was für einem Auto wir sitzen, ich sage ihm zumindest nur mal, dass wir in einem Skoda sitzen und ich verbinde ihm die Augen eben und er sitzt hier rein und ich fahre mit ihm die Runde, dann bin ich fast der Meinung, dass er vom Komfort sagen würde, oder jeder einfach, dass wir in einem Octavia sitzen. Das sind natürlich jetzt hohe Worte, die ich hier an den Tag lege, aber ich finde das Fahrwerk echt komfortabel für ein Fabia. Auch alles laufruhig, ja. Man hört den Dreizylinder nicht, es ist alles sehr ruhig. Klar, bei höheren Geschwindigkeiten, sagen wir mal so ab 130, 140, wird es dann schon etwas lauter, das ist wirklich so. Aber trotzdem ist der Grundkomfort hier vom Fahren und auch von der Geräuschkulisse hier wirklich angenehm im neuen Fabia. Was ich auch gut finde, ist das DSG-Getriebe, das Shell schön ruhig, es gab kein Ruckeln. Und wenn ich dann nochmal auf den Dreizylinder zurückgreifen darf, ein 1 Liter Dreizylinder sagen ja immer viele Rasenmähermotor und man hört es immer so. Ich finde, man hört es nicht. Also es ist nicht unangenehm laut. Wenn man es natürlich sehr stark beschleunigt im Sportmodus und man gibt natürlich Vollgas, hört man schon, dass es ein Dreizylinder ist. Ja, das hört man schon, aber jetzt auch nicht störend laut, dass man denkt, oh, ich lass es vielleicht gleich mal mit Gas geben. Nein, es ist wirklich trotzdem ein angenehmes Gefühl und auch ein angenehmes Geräusch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, klar, Dreizylinder und das kann man so abstempeln. Wir werden nachher auch mal zusammen Gas geben, dann werdet ihr das auch gleich mal hören,
Es gäbe aber, wenn ihr jetzt wirklich strikt gegen den Dreizylinder seid, dann natürlich auch den 1,5 Liter Vierzylinder mit 150 PS. Den ich wahrscheinlich sogar auch nehmen würde, nicht weil Vierzylinder, sondern auch weil wir einfach noch ein bisschen mehr PS haben und ich somit noch dynamischer fahren kann. Wobei die 110 PS auch schon wirklich gut sind. Also ich komme hier in der Stadt natürlich überhaupt überall rum, mehr die Kurven und so weiter sind gar kein Problem für den Fabia. Sehr wendiges Fahrzeug. Aber auch so, wenn ich jetzt mit dem Fabia unterwegs bin, ist es ein sehr spaßiges Auto. Mit seinen 110 PS kann man auch wirklich mal so ein bisschen schneller fahren. Und ich habe natürlich alle Annehmlichkeiten mittlerweile hier an Bord. Alle Assistenten, Ambientebeleuchtung, digitales Cockpit, Panoramadach, Lenkradheizung, Sitzheizung. Eigentlich fehlt es an nichts mehr beim neuen Fabia beim Fahren. Ja. Also, ja, ich meine, ich bin jetzt den Schalter noch nicht gefahren. Von dem her weiß ich jetzt nicht, wie das ist, aber das DSG verrichtet wie gewohnt seine Arbeit sehr gut. Jetzt gehe ich hier, wenn wir es schon an Bord haben, einmal hier in Sport und dann geht das Getriebe natürlich hier auch in S, der hinter uns biegt ab. Das kommt uns natürlich gelegen, weil dann kann ich einmal hier anhalten und mit euch zusammen jetzt hier von 0 auf 100 beschleunigen. Ich gebe Gas. Jetzt hört man so ein bisschen 50, 70 und die 100 stehen. Ja, ich fand das für 110 PS wirklich gut. Jetzt gehe ich wieder in den Normalmodus und dann kann man hier auch wirklich mal um die Kurven etwas zügiger gehen. Ich meine, meine Funkstrecke ist jetzt hier runtergefallen, die stelle ich wieder hin. Und hier diese Kurve, ja, jetzt seht ihr das hier, die kann ich also hier wirklich ohne Probleme locker flockig nehmen. Der Fabia nimmt die schön, ich kann hier wirklich schön um die Kurven fahren damit. Die Lenkung ist auch schön angenehm leichtgängig, also nicht irgendwie zu schwer. Also man hat irgendwie ja, ein schönes Gefühl beim Fahren. Man fühlt sich nicht wie in einem Kleinwagen, sondern man fühlt sich einfach wie zu Hause bei einem Skoda. Ja? Wie bei einem kleinen Skoda. Es ist alles gewohnt, es funktioniert alles gut. Mir gefällt das. Ein Punkt vielleicht, wenn wir jetzt über die Assistenten reden wollen, ist der Travel Assist. Der bringt natürlich jede Menge mit sich und das funktioniert hier auch wirklich gut. Was ich jetzt nicht hinbekommen habe, entweder weil er es tatsächlich nicht hat, weil es der Fabia ist. Ja, also es kann natürlich auch sein, dass es einfach an meiner Bedienung dann lag. Auf jeden Fall macht er alles, was der Travel Assist macht, nur noch nicht die Verkehrszeichen dann auch übernehmen. Sprich hier 100 erkannt und er beschleunigt auf 100. Ich möchte mich jetzt aber auch nicht weit aus dem Fenster legen und sagen, dass es nicht kann, weil vielleicht war hier auch irgendwas falsch eingestellt. Aber ich sage jetzt einfach mal, dass es nicht kann. Aber alles andere kann er. Und dann gehen wir das mal strukturiert durch. Was ich zwar nicht zur Assistenz zähle, jetzt aber trotzdem sage, bevor ich es vergesse, er bietet jetzt auch eine Windschutzscheibe beheizt an. Das sehe ich jetzt hier auch gerade. Haben wir also auch an Bord. Dann bietet er einen Anfahrhilfeassistent. Sprich, wenn ich habe ja hier eine manuelle Bremse. Das heißt, der geht ja jetzt keine elektrische Parkbremse rein. Aber trotzdem, wenn ich am Hang stehe und ich gehe von der Bremse, bleibt er erstmal noch eine Weile stehen. Und dann kann ich losfahren. Dann haben wir den Totwinkelassistent, der ist ja hier im Spiegel mit integriert, finde ich ultra cool und funktioniert auch super, hat mich nie im Stich gelassen, waren ein paar Autolenken vorher. Dann haben wir an Bord den Verkehrszeichenassistent, der hier auch super funktioniert. Ihr seht es jetzt auch gerade hier, auch begrenzte Schilder zeigt er mir an. Das heißt, er sagt jetzt hier 50 und manchmal auch 30. Er sagt jetzt zwar nicht warum, aber er sagt mir eben auch, okay, hier ist jetzt gerade 30. Also auch der hat mich nie im Stich gelassen. Und dann fehlt ja eigentlich nur noch der quasi der große Travel Assist, wo wir dann die Spur, den Spurhalteassistent euch noch zeigen. Weil das hat ja auch gut funktioniert. Was noch fehlt, ist eben, also was wir euch immer zeigen, ist der Spurhalteassistent, der ja inkludiert ist in den ACC Travel Assist. Heißt einfach, dass ihr quasi die Geschwindigkeit fahrt, die ihr eingestellt habt und aber auch den Abstand hält, den ihr eingestellt habt. Das macht er auch gut, bremst auch vernünftig ab. Das hat er also alles gewohnt, wie man es halt kennt. Also das macht VAG ja wirklich auch wirklich gut, die Assistenten. Das macht auch der Fabia gut. Wir werden uns jetzt auf einer gewissen Strecke, hier ist es immer ein bisschen blöd, das mal anschauen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Ja. Und dann würde ich sagen, wenn mir jetzt nichts anderes mehr einfällt, dass wir quasi uns, wenn wir fahren jetzt einen Ort rein und am Ende dieses Ortes kommt dann die Strecke, wo wir euch den Travel Assist zeigen können, dann würde ich da jetzt einfach hinskippen, weil sonst wird es ja jetzt auch zu lang und dann habe ich euch nichts mehr zu erzählen und dann muss ich euch irgendwas erfinden, was ich da noch quasi zu erzählen habe. Also. So, dann zeigen wir euch einmal den Travel Assist. Ich stelle hier einfach mal eine Geschwindigkeit ein und dann hält er die natürlich auch, ja. Und jetzt müsst ihr auch, wenn ihr die Spur dann erkannt habt,
dann schön mittig mitlenken. Ja. In der Serie passt dann nur auf, dass ich quasi nicht über die Mittelspur fahre. Wenn ich den großen Travel Assist aber ausgewählt habe, seht ihr, dass er dann eben auch schön mittig mitlenkt. Ja, das macht er auch vernünftig. Ich komme nirgends an den Rand und ich muss sagen, ja, VAG typisch wirklich gut. Klar, ganz enge Kurven wie jetzt die hier, da steigt er noch ein bisschen aus. Da braucht er ein bisschen mehr, aber ansonsten hat er das gut gemacht. Und jetzt seht ihr auch, Geschwindigkeit überschritten. Also er hat das 60er-Schild natürlich erkannt, aber bremst jetzt hier nicht automatisch ab. Das ist also quasi das Einzige, was mir hier fehlt. Aber ansonsten funktionieren hier die Assistenten gewohnt gut. Und dann würde ich sagen, war es es auch schon. Was wir noch machen können, weil euch das auch immer interessiert, das kann man, da kann ich aber auch nochmal anhalten, ist, wir schauen uns einmal die Sprachsteuerung noch einmal an. Ja. Sonst drehen wir noch mal eine Ehrenrunde, weil da jetzt gerade eh auf unserem Platz jemand steht, wo wir immer anhalten. Aber wir hätten da jetzt noch genügend Platz gehabt. Aber ich nutze es jetzt einfach mal. Navigiere mich nach Niederöschach. Ja. Bitte nennen Sie die Straße. Naja, gut. Brechen wir das ab. Ich muss aber dazu sagen, also ich wollte euch ja nur zeigen, ob er mich jetzt erkennt, also quasi versteht oder nicht. Ich meine, ich bin ja, habe jetzt natürlich auch keine Straße eingegeben, aber das hat jetzt schnell funktioniert. Ja. Hat gut funktioniert, muss man sagen. Von dem her gibt es da keine Probleme, weil wir hatten natürlich auch schon mit dem ID4 so unsere Probleme mit der Sprachsteuerung, wo er quasi nicht verstanden hat, was wir wollten oder halt auch immer gesagt hat, ja, während der Fahrt geht das nicht. Oder bitte starten Sie den Motor, das hatten wir auch mal, obwohl wir gefahren sind. Von dem her nehmen wir das jetzt immer ein bisschen mit rein, wenn wir dran denken, als neue Rubrik, die Sprachsteuerung. Aber ich finde, auch hier hat sie gut funktioniert. Jetzt geht es zum Fazit. Wir sprechen allgemein über den Fabia nochmal und natürlich über die Preise. Das war unsere Reise mit dem neuen Fabia. Er ist wirklich gut geworden, muss ich sagen. Es ist natürlich designtechnisch immer eine Geschmacksfrage, das ist klar. Manchen gefällt er vielleicht auch nicht. Ich muss sagen, mir gefällt er gut. Gerade auch mit dem neuen LED-Licht, mit den LED-Rückleuchten. Klar, kostet alles Aufpreis. Mit den neuen Farben, ein bisschen ein peppigeres Orange. Ja, es sticht jetzt auch nicht so ganz grell raus, sondern es ist einfach so ein angenehmer Orangeton, in dem der neue Fabia, wie ich finde, richtig gut wirkt. Gerade wenn man dann noch die orangenen Akzente im Innenraum hat, dann passt das natürlich letztendlich wieder alles zusammen. Es gibt eigentlich nicht viel, was der Fabia nicht bietet. Es sind das große Columbus-Paket oder das große Columbus-Infotainment, 360-Grad-Kamera und Matrix-LED-Licht. Das Einzige, was ich jetzt davon bräuchte, wäre das Matrix-LED-Licht, aber 360-Grad-Kamera bei einem Fabia und Columbus brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil wir haben ja trotzdem hier große Infotainment-Systeme, die man nehmen kann, und somit ist eben alles an Bord, was der Fabia so mit sich bringt. Sprechen wir so ein bisschen über Preise. Bei 13.99 geht es ja los. Das ist erstmal ein schöner Preis und finde ich auch gut, dass wir bei so einem niedrigen Preis sind, denn wer nämlich nur so einen Fabia braucht, einfach von A nach B fahren, nicht so viel Geld auf der Seite hat oder nicht so viel Geld ausgeben möchte einfach für ein Auto, wenn man sagt, das ist halt einfach für mich nur ein Fortbewegungsmittel, dann kann man recht günstig einen Fabia fahren. Mit ein bisschen Aufpreis kann man sich dann verschiedene Punkte dazu bestellen, dass ich jetzt mal sage, zwischen 15 und 20 kriegt man einen guten Fabia, wie man ihn möchte. Von dem her finde ich diese Aufpreispolitik vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, einerseits klar, man muss für jeden Furz letztendlich hier Aufpreis zahlen, wenn man ganz unten startet. Ja, bei Style, je nachdem wie hoch man geht, ist natürlich immer mehr dabei, aber man muss schon vieles noch dazu buchen, gerade wenn man unten startet. Aber das ist eigentlich auch das, was ich immer sage, was ich lobe. Weil bei vielen anderen, wo dann immer Ausstattungspakete, zum Beispiel bei Kia, beim Sorento, ja, oder auch bei anderen Kias, da ist halt pro Ausstattungslinie viel dabei und dann kann man eigentlich gar nichts mehr dazu oder abwählen, sondern gibt dann nur noch so ein paar Dinge wie das Panoramadach, was ich ja immer kritisiere. Weil es gibt ja Leute, die zum Beispiel nicht so viel Geld ausgeben wollen, denen aber zum Beispiel das gute LED-Licht wichtig wäre oder Rückfahrkamera. Und beim Fabia kannst du wirklich auswählen, was du möchtest. Sunset, ja, oder ein Panoramadach, Voll-LED vorne, Voll-LED hinten, ja oder nein, Scheibenbremsen hinten, ja oder nein, großes Infotainment, ja oder nein. Also je alles kann man wählen, ob man es möchte oder nicht. Und damit landet man natürlich nachher günstiger, wie wenn man jetzt eine hohe Ausstattungslinie nimmt, wo dann alles mit dabei ist, wo man dann also mehr zahlen muss, wobei man vielleicht auch gar nicht alles nutzen möchte. Ja. Manche sagen vielleicht, was brauche ich, eine Rückfahrkamera? Ja, ich fahre am Abend in meine Garage rein und am Tag fahre ich auf
auf dem großen Parkplatz in der Firma, da brauche ich keine Rückfahrkamera und ich kann auch gut einparken ohne Kamera. Also hat man sich das schon mal gespart. Also ich finde das eigentlich ganz cool, so wie sie es gemacht haben. So kann sich jeder nur das dazu bestellen, was man möchte. Nenne ich einmal aber den Höchstpreis. Das heißt, wir nehmen den Style mit dem teuersten Motor derzeit und dem teuersten Getriebe. Das wäre auch unserer mit 110 PS und DSG. Ich sage das nur dazu, weil der teuerste Fabia heißt nicht immer, dass es der Fabia ist, den wir jetzt auch hier stehen haben. Das heißt wirklich immer das teuerste, teuerste Farbe, teuerste Felge und so weiter und so fort. Klar, unserer ist das jetzt fast, wobei wir nicht die teuerste Felge haben. Aber ich sage euch das mal, 13.990 geht's los und bei 32.870 kann man dann enden. Wenn man eben 17 Zoll noch nimmt und eben alle weiteren Optionen dazu bucht. So, der Ibiza, den haben wir euch ja auch schon vorgestellt. Der kostet nämlich voll ausgestattet derzeit, allerdings dann mit FR. Sportline gibt es ja beim Fabia noch nicht. Kostet der dann 33.090, ja, also knapp ein Tausender mehr. Und der Polo allerdings auch mit der Airline kostet 34.365, voll ausgestattet. Die haben allerdings schon die sportlichen Lines. Ich weiß nicht, ob das hier noch kommen wird. Das muss man natürlich auch dazu sehen. Man könnte ja beim Polo auch bei Style anfangen und beim Ibiza Experience oder wie es heißt. Also die Preise sind natürlich, wenn man jetzt alles nimmt, bei über 30.000 sind sie dann schon nicht mehr ganz so günstig. Ein Dacia Duster voll ausgestattet, haben wir euch auch vorgestellt, kostet der so rum 22.000. Aber dort gibt es natürlich auch nicht das volle Assistenzpaket wie hier, voll LED hinten und vorne und so weiter, Panoramadach, das gibt es ja da nicht. Man muss schon ein bisschen Abstriche machen, was man möchte. Und ich finde, es lohnt sich tatsächlich, dieses Geld in die Hand zu nehmen für einen vollen Fabia, weil dann hat man echt cooles Auto, der wendig ist, der für die Stadt auch nicht zu groß ist und trotzdem kann ich aber auf der Autobahn fahren, ja, mit den Motoren, kann Spaß haben und habe genügend Platz, selbst wenn man größer ist wie ich. Also ich mag den neuen Fabia. Vielleicht lassen wir uns nochmal geben, wenn mit 150 PS dann, vielleicht gibt es auch irgendwann eine Sportline. Also wir werden den nicht zuletzt bei uns auf dem Kanal gesehen haben, da bin ich schon fast sicher. Aber als nächstes Skoda-Modell möchte ich mir dann den Kodiaq Facelift mal noch anschauen und den Enyaq nochmal mit dem Allrad. Das war es jetzt von dem Video von dem neuen Fabia und uns. Ich hoffe, euch hat das sehr gefallen. Wenn euch das gefallen hat, würde es uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst oder einen Kommentar als Honorar oder sogar ein Abo. Das freut uns natürlich noch mehr und bringt uns auch was, denn wir wachsen immer weiter und können euch immer mehr solche Fahrzeuge eben vorstellen. Und ansonsten, ja, bleibt mir jetzt mit dem neuen Fabia nichts anderes übrig, wie ihr euch aus dem Schwarzwald einen schönen Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Fahrzeug.